Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Wir quatschen mal hier mit Regis. Hey, du bist neu in der Stadt, was? Ja, ich bin neu hier. Und was ist mit dir? Ich komme vom Festland und jetzt hänge ich hier rum. Ich habe bald kein Gold mehr, kann wohl nur noch zur Miliz gehen. Aber das will ich nicht. Ich lasse mich doch nicht für den König von den Orks abschlachten. Warum nicht? Was kannst du mir über die Miliz erzählen? Was kannst du mir über die Miliz erzählen? Einer der Paladiner hat das Kommando übernommen, ein gewisser Lord André. Er versucht, die halbe Stadt zu mobilisieren für den Fall, dass die Orks angreifen. Aber du musst Bürger der Stadt sein, um aufgenommen zu werden. Trainieren kann man zwar auch so viel ich weiß, aber man wird nicht offiziell aufgenommen. Okay, was kannst du mir noch über Lord André erzählen? Er hat auch das Amt des Richters übernommen. Wenn du hier in der Stadt Ärger machst, musst du dich vor ihm verantworten. Ich hatte mal eine Schlägerei mit einem der Bürger. Der ist direkt zu Lord André gerannt und hat alles gepetzt. Der Spaß hat mich 50 Goldstücke gekostet. Jo. Ich kann froh sein, dass es nachts war. Sonst hätten es noch andere mitgekriegt. Je mehr Leute sich in diesem Kaff hier über dich beschweren, desto höher wird deine Strafe. Ah, okay. Mit wem hast du dich geprügelt? Mit einem Typen namens Valentino. Er hängt oft in der Kneipe beim Tempel rum. Ich bin ja normalerweise ein friedliebender Mensch, aber der Typ braucht da einfach was aufs Maul. Valentino, von dem habe ich vorhin so einiges mitbekommen. Ist ein sehr sympathischer Dude. Ja. Ist hier irgendwas Aufregendes passiert? Kann man wohl sagen. Bosper, den Bogner haben sie bestohlen. Ganz schön dreist, kann ich dir sagen. Der Kerl ist am helllichten Tag in den Laden reinspaziert und hat sich einen Bogen geschnappt. Und Bosper hinter ihm her. Bleib stehen, du Lump, hat er gebrüllt. Aber der Dieb war zu schnell. Warum hört eigentlich keiner auf mich? Okay, dann müssen wir mal mit Bosper reden. So, wo ist denn der? Hier müsste das sein, ne? Der Bogner. Es war genau so, wie du sagst. Gehen wir mal hier rein. Da ist er, ja? Quatschen wir mal mit dir. Willkommen in meinem Laden, Fremder. Ich bin Bosper. Ich baue Bögen und handle mit Fellen. Was treibt dich nach Korinis? Ich muss ins obere Viertel. Zu den Paladinen? Das kannst du dir aus dem Kopf schlagen. Du musst hier angesehener Bürger sein oder zumindest eine ordentliche Arbeit haben. Ja, als Fremder kommst du da nicht rein. Okay, ich habe gehört, du bist bestohlen worden. Von wem hast du das gehört? Vermutlich Bartok, hm? Hatte wohl wieder mal nichts Besseres zu erzählen. Na egal. Ich kann dir sagen, wenn ich den Mistkerl in die Finger bekomme, ist er dran. War nur kurz mal nicht im Laden. Als ich wiederkomme, sehe ich ihn gerade noch rausgehen, mit meinem Bogen über der Schulter. Hab direkt die Wachen gerufen, aber der Mistkerl ist Richtung Hafen gerannt. Und dort ist er ihnen dann entwischt. Daraufhin habe ich ihnen mächtig Feuer unterm Arsch gemacht. Und sie haben das gesamte Hafenviertel durchsucht. Aber gefunden haben sie nichts, diese unfähigen Büttel. Ich wette, mein Bogen ist noch irgendwo in der Stadt. Ich habe den Wachen an den beiden Stadttoren Bescheid gesagt. Und die haben niemanden mit meinem Bogen rausgehen sehen. Wenn ich den Mistkerl erwische. Ich suche Arbeit. Ich könnte einen neuen Lehrling gebrauchen. Dein Vorgänger hat gerade vor 2 Tagen seinen Job an den Nagel gehängt. Verstehst du denn was vom Jagen? Naja. Ich könnte dir beibringen, wie man Tieren das Fell abzieht. Ich zahle gut für jedes Fell, das du mir bringst. Was ist, wenn ich bei einem der anderen Meister anfangen will? Warum hat dein Lehrling seinen Job aufgegeben? Mir hat er nur gesagt, es sei zu gefährlich geworden da draußen. Wenn es dich wirklich interessiert, kannst du ihn ja selber fragen. Er heißt Bartok und treibt sich vermutlich in der Nähe von Koragons Kneipe rum. Geh vom Schmied aus durch die Unterführung, dann läufst du direkt darauf zu. Okay, was ist, wenn ich bei einem der anderen Meister anfangen will? Unsinn. Harad und Matteo haben schon Lehrlinge. Konstantino, der Alchemist, ist ein Eigenbrötler. Er hat schon seit Jahren keinen Lehrling mehr angenommen. Und was Torben betrifft, jeder weiß, dass er kein Geld hat. Er könnte dich vermutlich nicht mal bezahlen. Ich hingegen brauche dringend einen Lehrling. Und ich zahle auch gut. Aber egal, bei wem du anfangen willst, du brauchst die Zustimmung aller anderen Meister aus der Unterstadt. Bekomme ich deine Zustimmung, um bei einem der anderen Meister anzufangen? Nun gut, ich werde zustimmen. Aber unter einer Bedingung. Arbeite wenigstens eine kurze Zeit lang für mich. Dann kannst du mit Sicherheit sagen, ob dir mein Handwerk liegt oder nicht. Und wer weiß,
Vielleicht gefällt es dir am Ende ja und du bleibst bei mir. Wenn du gut genug bist, um bei mir anzufangen, bist du auch gut genug für alle anderen hier. Was soll ich für dich machen? Ich werde dir beibringen, wie man Tieren das Fell abzieht. Und du besorgst mir, sagen wir, ein halbes Dutzend Wolfsfelle. Dann weiß ich, dass du dein Handwerk beherrschst. Wenn du dafür nicht ewig brauchst und die Fälle einigermaßen in Ordnung sind, kannst du von mir aus bei mir anfangen. Oder bei einem der anderen Meister, wenn du unbedingt willst. Bring mir bei, wie man Tieren das Fell abzieht. Gut. Hör zu. Es ist im Grunde ganz einfach. Du nimmst eine scharfe Klinge und schneidest dem Vieh den Bauch auf. Noch ein paar kleine Schnitte an den Innenseiten der Beine und dann kannst du es abziehen. Bring mir die Wolfsfelle und wir sehen weiter. Okay, ja. Wir haben jetzt einige Fälle für Bospas. Bospas Bogen, der Weg ins obere Viertel. Wo sind die vermissten Leute? Der Mann mit der Augenklappe, der Ring des Wassers, die Wassermagier, das Auge Innos. Erfüllt haben wir schon ein paar. Gescheiterte Mission noch nichts. Sonst haben wir hier nichts mehr, Bürger. Okay, wir haben schon ein paar kleine Quests. Hier ist Torben. Quatsch mal auch mal mit dem. Ah, ein neues Gesicht. Bist wohl nicht aus Korinis, was? Ist keine gute Zeit für Reisende. Überall Banditen, kaum Arbeit. Und jetzt lehnen sich auch noch die Bauern auf. Was verschlägt dich hierhin? Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Verstehst du denn was vom Tischlern? Das Einzige, was ich mit Holz machen kann, ist Feuer. Und wie sieht es mit Schlössern aus? Nun ja. Tut mir leid, ich kann niemanden gebrauchen, der nichts von meinem Handwerk versteht. Und für einen Lehrling habe ich kein Geld. Was, wenn ich bei einem der anderen Meister hier als Lehrling anfangen will? Du kennst dich mit Schlössern aus? Was nützt eine gute Truhe ohne ein gutes Schloss? Ich fertige meine Schlösser selbst an. Dann kann ich wenigstens sicher sein, dass ich meine Truhen nicht umsonst so stabil gebaut habe. Ein schlechtes Schloss ist leicht zu knacken. Und Diebe gibt es in Korinis genug. Vor allem in letzter Zeit. Ja, kannst du mir beibringen, wie man Schlösser knackt? Ich weiß nicht, ob man dir trauen kann oder nicht. Am Ende bist du noch einer dieser Rumtreiber, die nur in die Stadt kommen, um den ehrlichen Leuten ihre Truhen auszuräumen. Bevor ich mir nicht sicher bin, dass du ein anständiger Kerl bist, werde ich dir nichts beibringen. Kannst du mir Dietrich... Hattest du schon mal einen Lehrling? Ja, das ist auch noch gar nicht so lange her. Und? Was ist passiert? Sein Name ist Elvridge. Er ist mein Neffe. Ich war eigentlich recht zufrieden mit ihm, doch eines Tages kam er einfach nicht mehr zur Arbeit. Wo ist Elvridge jetzt? Was weiß ich? Er hat sich ständig in dem schmierigen Bordell am Hafen herumgetrieben. Würde mich nicht wundern, wenn er da noch bei so einer Dirne im Bett liegt. Wie lange hast du ihn schon nicht mehr gesehen? Ich schätze, das ist jetzt etwa 2 Wochen her. Ja, 2 Wochen ist schon eine ordentliche Leistung mit einer Dirne. Hast du das der Miliz gemeldet? Ja, sicher. Sie sollten ihn wieder einfangen und dafür sorgen, dass der Faulpelz seine Arbeit verrichtet. Aber das bereue ich auch schon wieder. Soll er doch machen, was er will. Früher oder später wird er einsehen, dass er ohne gescheite Arbeit in Korinis nicht weit kommen wird. Was du nicht sagst. Okay. Was gibt's noch? Was weißt du über die Paladine? Nicht viel. Sie kamen vor 2 Wochen mit dem Schiff vom Festland an. Seitdem haben sie sich ins obere Viertel zurückgezogen. Keiner von uns weiß so genau, warum sie hier sind. Viele haben Angst vor einem Angriff der Orks. Ich vermute aber, sie sind hier, um den Bauernaufstand niederzuschlagen. Okay. Weißt du etwas über den Bauernaufstand? Nach allem, was man hört, hat sich Ona, der Großbauer, Söldner angeheuert, die ihm die Truppen des Königs vom Hals halten sollen. Er hat wohl keine Lust mehr, seine Ernte und sein Vieh den Paladinen und Milizen zum Fraß vorzuwerfen. Alles, was wir in der Stadt davon mitbekommen, ist, dass die Preise fürs Essen hochgehen. Onas Hof liegt weit östlich von hier. Falls es zu Kämpfen kommen sollte, kriegen wir hier davon sowieso nichts mit. Wenn du mehr erfahren willst, frag die Händler am Marktplatz. Die kommen mehr auf der Insel herum als ich. Okay.
Ja, den Rest werden wir ihn ein andermal vielleicht fragen. Wer ist denn das jetzt? Stadtwache. So, dann haben wir hier den Schmied, Brian und Harald. Harald war doch der Auszubildende, ne? Der Ausbilder. Ich suche Arbeit. Ich könnte einen neuen Lehrling gebrauchen. Der sucht auch einen. Wird seine Lehre bald beendet haben und dann will er die Stadt verlassen. Taugst du denn was? Wenn du meinst, ob ich schmieden kann. Nein, meine ich nicht. Über kurz oder lang werden die Orks die Stadt belagern. Und dann zählen hier nur die Männer, die auch in der Lage sind, unsere Stadt zu verteidigen. Und ich werde niemanden als Lehrling annehmen, der mir die Schande macht, mit den Frauen und Taugenichtsen aus der Stadt zu fliehen, statt hier mit den Männern die Stellung zu halten. Ich bin kein Taugenichts. Das sind große Worte. Kannst du sie auch durch große Taten beweisen? Wie meinst du das? Bring mir die Waffe eines Orks. In der Nähe der Stadt sind Orks gesehen worden. Mit ein bisschen Glück musst du noch nicht mal lange suchen. Wenn es dir gelingt, einen von ihnen zur Strecke zu bringen, werde ich dich als Lehrling aufnehmen. Vorausgesetzt, die anderen Meister stimmen zu. Lass uns noch mal über die Sache mit den Orks reden. Kann ich bei einem anderen Meister als Lehrling anfangen? Schon möglich, dass die anderen Meister zustimmen. Ich werde dir meine Stimme allerdings erst geben, wenn du bewiesen hast, dass du etwas taugst. Okay. Verkaufst du auch Waffen? Komm. Verkaufst du auch Waffen? Vergiss es. Alles, was ich anfertige, bekommen die Paladine oder die Miliz. Ich habe einen Auftrag über 100 Schwerter von Lord Hagen bekommen. Er will damit die Stadtwache ausrüsten. Okay, wann kann ich bei dir als Lehrling anfangen? Nicht bevor du mir nicht bewiesen hast, dass du etwas taugst. Okay, da wird's wohl nicht. Davon lass ich. So, quatschen wir mal mit Brian. Neu in der Stadt, was? Ich heiße Brian. Ich bin der Lehrling von Meister Harald. Wie ist es, der Lehrling des Schmieds zu sein? Warum fragst du? Willst du mein Nachfolger werden? Schon möglich. Warum nicht? Ich bin bald mit meiner Lehre fertig. Dann werde ich mich aus der Stadt verkrümeln. Aber es ist nicht wegen Harald. Er ist ein guter Meister. Ich habe viel von ihm gelernt. Warum willst du die Stadt verlassen? Weil mir die Leute hier gehörig auf die Nerven gehen. Vor allem die anderen Meister. Ich weiß noch, was es für ein Theater war, bei Harald als Lehrling aufgenommen zu werden. Wirklich jeder von den Pennern hatte noch was dazu zu sagen. Ich will selber entscheiden können, wen ich als Lehrling aufnehme und wen nicht. Okay, wer sind die anderen Meister? Nun, da wären Torben, der Tischler, Bosper, der Bogner, Konstantino, der Alchemist und Matteo. Er stellt Rüstungen her, aber in erster Linie ist er Händler. Alle Meister haben ihre Häuser hier in der Straße. Und Konstantinos Laden liegt in der Unterführung zum Tempel. Okay, erzähl mir mehr über Meister Harald. Er ist zurzeit nicht besonders gut in Stimmung. Vor ein paar Tagen kamen Paladine und haben ihm befohlen, Schwerter für sie zu schmieden. Sie haben ihm sogar verboten, seine Schwerter an jemand anderen zu verkaufen. Jetzt schuftet er Tag und Nacht, um den Auftrag so schnell wie möglich zu beenden. Okay, kann ich bei dir Waffen kaufen? Das nicht gerade. Ich bin nur Gehilfe. Die Waffen, die in dieser Schmiede hergestellt werden, werden von der Miliz abgeholt und in die Türme gebracht. Dort werden sie gelagert. Aber wenn es mit den Schmieden selbst zu tun hat, kann ich dir vielleicht weiterhelfen. Okay, was kann ich bei dir bekommen? Ich könnte dir Schmiederohlinge verkaufen. Nee. Gut, dann lassen wir das mal. Dann quatschen wir auch nochmal mit, Hey, du, warte mal. Du kommst mir bekannt vor. Pablo! Was willst du? Irgendwo habe ich dein Gesicht schon einmal gesehen. Ah, richtig. Er muss das ja besser wissen. Hier, dieses Bild haben wir bei ein paar Banditen gefunden, die wir vor einigen Tagen aufgegriffen haben. Das sieht dir ziemlich ähnlich. Anscheinend haben die Kerle dich gesucht. Ich hatte das nicht. Da wäre ich ja jetzt gar nicht von alleine drauf gekommen. Sehr witzig. Was wollten diese Kerle von dir? Frag sie doch selbst. Ihr habt sie doch sicher eingelocht, oder?
Nein, die sind tot. Dann werden wir es wohl nie erfahren. Falls du in Schwierigkeiten stecken solltest, sprich mal mit Lord André. Vielleicht kann er dir helfen. Du findest ihn in der Kaserne. Aber Pablo, den kennen wir doch. Der war doch hier in der Mine im ersten Teil. Der an der Grenze zu den Orks da stand, oder nicht? War doch er, oder? Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. So, dann hier wollten wir auch nochmal rein. Hier, Matteo. Was kann ich für dich tun? Was verkaufst du? Was weißt du über die Paladine? Was weißt du über Paladine? Seit die Kerle in der Stadt sind, habe ich nichts als Ärger. Als ich letztens ins obere Viertel wollte, halten mich doch glatt die Wachen auf und fragen mich, was ich da zu suchen habe. Und? Natürlich haben sie mich reingelassen. Ich habe meinen Laden schon in der Stadt gehabt, da haben die meisten von diesen Wichtigtuern noch mit Holzschwertern Schweine gejagt. Und gestern kommen die Mistkerle zu mir und beschlagnahmen die Hälfte meiner Ware. Die Paladine haben deine Ware beschlagnahmt? Die Paladine haben deine Ware beschlagnahmt? Alles, was ich bei mir im Hinterhof gelagert hatte. Sie haben einfach eine Wache vorm Hofeingang platziert. Wenn ich Glück habe, nehmen sie nicht alles mit. Zumindest die Rüstungen werden sie wohl dalassen. Okay. Kannst du mir helfen, ins obere Viertel zu kommen? Kannst du mir helfen, ins obere Viertel zu kommen? Was? Was willst du denn da? Ich habe eine wichtige Nachricht. So, so. Hast du schon versucht, an den Wachen vorbeizukommen? Ich glaube, den Versuch kann ich mir sparen. Da hast du vermutlich recht. Ich weiß ja nicht, wie wichtig deine Nachricht ist. Und es geht mich auch wohl nichts an. Aber selbst wenn du ihnen erzählen wolltest, dass im Hafen gerade ein Schiff voller Orks anlegt, würden sie dich wegschicken. Weil sie ihre Befehle haben. Okay. Also kannst du mir jetzt helfen, ins obere Viertel zu kommen? Scheint dir ja echt wichtig zu sein. Die Frage ist, wie wichtig ist es dir? Wie meinst du das? Ich kann dir schon helfen. Immerhin bin ich einer der einflussreichsten Leute hier. Aber das hat seinen Preis. Okay, was verlangst du für deine Hilfe? Wie genau kannst du mir helfen? Was verlangst du für deine Hilfe? 100 Goldstücke. Das ist aber eine verdammte Menge. Du Halsabschneider. Reg dich ab. Es ist ja nicht dein Gold, das ich im Sinn habe. Sondern? Im Grunde ist es mein Gold. Gritta, die Nichte des Tischlers, hat seit Ewigkeiten ihre Schulden bei mir nicht bezahlt. Aber die kleine Göre rennt ständig in neuen Kleidern rum. Das heißt, sie hat das Geld. Ich würde es ja aus ihr rausprügeln, aber Meister Torben, der Tischler, ist auch ein sehr einflussreicher Mann. Beschaff mir das Geld und ich werde dir helfen. Und wie genau kannst du mir helfen? Ganz einfach. Ich werde meinen Einfluss dafür einsetzen, dass du bei einem der Handwerksmeister hier als Lehrling aufgenommen wirst. Als solcher bist du praktisch Bürger der Stadt und kommst ins obere Viertel. Außerdem verdienst du noch was dabei. Wo finde ich diese Gritta? Wie gesagt, sie ist die Nichte des Tischlers. Sein Haus ist die Straße runter, das letzte Haus rechts vorm Schmied. Bei wem könnte ich denn als Lehrling anfangen? Im Grunde bei jedem der Meister hier an der Hauptstraße. Da wäre Harad, der Schmied, Bosper, der Bogner, Torben, der Tischler oder Konstantino, der Alchemist. Irgendwer wird dich schon nehmen. Aber es ist wichtig, dass die anderen Meister zustimmen. Das ist seit jeher Brauch hier in Korinis. Okay, wie bekomme ich die Zustimmung der anderen Meister? Du musst sie einfach von dir überzeugen. Geh hin und rede mit ihnen. Aber wenn mehr als einer von ihnen gegen dich ist, hast du keine Chance. Also benimm dich. Warum nimmst du mich nicht als Lehrling auf? Würde ich. Aber die anderen Meister würden nicht zustimmen. Ich habe nämlich erst kürzlich einen anderen Lehrling aufgenommen. Ah, okay. Gibt es noch einen anderen Weg, ins obere Viertel zu kommen? Vielleicht. Wenn mir was einfällt, lasse ich es dich wissen. Hilf mir, bei einem der Meister als Lehrling aufgenommen zu werden. Eins nach dem anderen. Erfülle du erstmal deinen Teil der Abmachung und bring mir das Gold. Was verkauft er? Was verkaufst du? Ich kann dir alles anbieten, was du brauchst, um in der Wildnis zu überleben. Waffen, Fackeln, Proviant und sogar Rüstungen.
Ah, ich habe da noch ein ganz besonderes Stück auf Lager. Eine doppelt gehärtete Rüstung aus Snapperleder. Noch ungetragen. Interessiert? 250 Gold? Zeig mir deine Ware. Jo. Schwere Nagelkeule, Kriegskeule. Ja, okay, bisher noch nicht wirklich was. Hier, ein paar Münzen klimpern darin. Ne, lassen wir mal. Und so viel Gold haben wir noch nicht, aber... Ah, okay. Die Lederbeutel können wir so aufmachen, da ist Geld drin. Ich habe mir das schon gedacht. Okay, wir haben jetzt aber einige Aufgaben. Matteo und Greta, eine große Herausforderung, die Vermissten. Lehrlinge Corines, Fälle für Bospa, Bospas Bogen... okay. Da müssen wir einiges noch machen. Und hier geht's dann wahrscheinlich ins Hafengebiet. Meldor? Was willst du? Ich wollte mich hier mal umsehen. Und wo genau willst du hin? Was gibt's denn hier Interessantes zu sehen? Hier gibt's einen Puff und eine Kneipe. Der Wirt heißt Cardiff. Wenn du Informationen willst, dann sprich mit ihm. Er ist der richtige Mann dafür. Brauchst du eigentlich Geld? Hast du was zu verschenken? Nein, aber direkt hier gegenüber ist das Haus von Lema, dem Geldverleiher. Er wird dir sicher ein paar Goldstücke geben. Geh nur zu ihm. Arbeitest du für Lema? Schlaues Kerlchen. Eigentlich war ich auf dem Weg ins obere Viertel. Ist hier in letzter Zeit was Aufregendes passiert? Die Stadtwache hat vor kurzem das ganze Hafenviertel auf den Kopf gestellt. Sie waren auf der Suche nach Diebesgut. In letzter Zeit gab's eine Menge Diebstähle hier, vor allem in den besseren Vierteln. Klar, dass sie das alles auf die armen Schlucker im Hafen schieben wollen. Eigentlich war ich auf dem Weg ins obere Viertel. Ja klar, und ich wollte gerade aufs Schiff und mich zu meiner Audienz beim König bringen lassen. Leute wie du und ich kommen nicht mehr ins obere Viertel, seit die Paladine da sind. Bist du Bürger dieser Stadt? Wenn du meinst, ob ich hier wohne, ja. Aber ins obere Viertel lassen sie mich deswegen noch lange nicht. Nur die feinen Pinkel oder die Händler und Handwerker aus der Unterstadt kommen da noch rein. Die Leute aus dem Hafenviertel haben in Corinis nicht viel zu melden. Hier gibt's noch nicht mal eine regelmäßige Milizpatrouille. Okay. Kann ich für ihn hier arbeiten? War doch er hier, der Geldverleiher. Bürgerin? Und Lema? Wie sieht's aus? Wie viel willst du? Was heißt wie viel? Ich bin der Geldverleiher und du kommst zu mir. Was wirst du schon von mir wollen? Geld natürlich. Ich wollte eigentlich bei dir für dich arbeiten. So Geld antreiben. Das darfst du keinem erzählen. Wie viel Geld haben wir? 147. Wenn er das sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. So. Fenia. Du siehst recht mitgenommen aus. Lange nicht geschlafen, wie? Zu lange, würde ich sagen. Komm ruhig näher. Das ist doch kein Geheimnis. Bei mir wirst du finden, was du suchst. Du sagst, du hast was ich brauche. Auch Informationen? Du sagst, du hast, was ich brauche. Auch Informationen? Aber ja doch. Was willst du wissen? Gibt es noch andere Händler hier im Hafen? Wenn du dich an der Kaimauer links hältst, findest du meinen Mann Halvor. Er verkauft Fische. Auf der anderen Seite gibt es da noch Brahim, den Kartenzeichner. Oh, da muss ich hin. Kennst du jemanden aus dem oberen Viertel? Wenn ich jemanden dort kennen würde, dann würde ich hier sicher nicht stehen, mein Junge. Was gibt es hier im Hafen Interessantes zu sehen? Nun, wenn du etwas erleben willst, dann geh doch einfach rüber zu Cardiffs Hafenkneipe an der Kaimauer. Da ist immer was los. Du kannst es kaum verfehlen. Der Kerl, der da am Eingang steht, wird dich sicher darauf aufmerksam machen. Ansonsten gibt es da noch das große Schiff der Paladine, die stattliche Kriegsgaleere des Königs. Wirklich sehenswert. Wenn du dich an der Kaimauer links hältst und unter der hohen Felswand hindurch gehst, wirst du es finden. Okay. Ist hier in letzter Zeit was Aufregendes passiert? Kann man wohl sagen. Ist noch gar nicht lange her.
Ein Dieb ist hier vorbeigerannt. Er hatte wohl in der Unterstadt einen Bogen gestohlen. Die Miliz kam natürlich wie immer viel zu spät. Er ist ihnen entkommen, ist einfach ins Hafenbecken gesprungen und weg war er. Okay. Gut, Hey, ich kenne dich nicht. Was willst du hier? Willst du in die Kneipe? Ja, hast du was dagegen? Ja, ach, das hier ist die Kneipe? Nein, ich will nicht in die Kneipe. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Ach, das hier ist die Hafenkneipe. Ich dachte schon, das wäre das Haus des Statthalters. Hey, spar dir deine schlechten Sprüche, Kleiner, sonst schmeckst du gleich den Staub der Straße. Ich hätte das anders gemacht. Reg dich nicht auf, ich will nur ein Bier trinken. Reg dich nicht auf, ich will nur ein Bier trinken. Okay, aber der Eintritt kostet dich 50 Goldstücke. Ich hätte das nicht gemacht. Vergiss es, du kriegst nicht ein Goldstück. Vergiss es, du kriegst nicht ein Goldstück. Dann nehme ich mir halt alles, was du hast, sobald du im Staub vor mir liegst. Was? Du musst es ja besser wissen. Genau das habe ich auch gesagt. Alter, geh weg! Bleib stehen, du Lump! Warte, schnell hier speichern. Die hat gesessen. Oh, nee. Okay. Hatte jetzt nicht erwartet, dass der mich so schnell hier fertig macht. Ich werd verrückt, was machst du denn hier? Hey Laris, alter Gauner. Hey Lars, alter Gauner, wie bist du hierher gekommen? Ich konnte gerade noch rechtzeitig aus dem Minental fliehen, zusammen mit Lee und ein paar anderen Jungs. Du kannst dich dann noch an Lee erinnern, oder? Lee? Natürlich kenne ich Lee noch. Natürlich kenne ich Lee noch. Ich bin damals mit ihm aus der Kolonie abgehauen, kurz nachdem die Barriere zerstört wurde. Er ist jetzt mit seinen Jungs auf dem Hof von Onar, dem Großbauern. Ach, er hat einen Deal mit dem Bauern gemacht. Er und seine Jungs verteidigen den Hof und Ona füttert sich dafür durch. Okay, ich muss doch unbedingt mit dem Paladin reden. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Und was genau schwebt dir da vor? Dieser Typ da belästigt mich. Dieser Typ da belästigt. Das haben sich ja gleich. Aufhören, sofort! Jo. Zeig sie. Danke, Laris. Nicht schlecht. Hier wird nicht gekämpft. Merkt ihr das? So, schwere Ast hat er. So, das nehmen wir mit. Na, immerhin hast du wenigstens Gold dabei. Jo, danke dir, Laris. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Und jetzt? Nein. Darüber reden wir. Ich hänge hier jetzt fest. Super. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.